Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Alundra. Und ich versuche mich jetzt mal hier rüber zu machen, um zu gucken, was jetzt hier sich befindet. Okay, die Musik geht weg. Okay, ich bin hier draußen. Ich habe nämlich so den Verdacht, ja, nicht, dass es zu einem Lebensdiamanten führt, aber dass es halt im Endeffekt eine Sackgasse ist und zu einer Kiste führt. Aber dass es ein Lebensdiamant ist, ja, nicht schlecht, nehme ich gerne. Jetzt sind wir schon bei 34, wir werden gerade zugeschüttet damit irgendwie, ne? Weil sonst kommen wir ja auch nirgendwo anders hin. Okay, dann können wir den eigentlichen Weg weitergehen. Ich dachte mir gerade beim Springen, jetzt bloß nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Ich gehe jetzt hier einfach durch, das ist ja alles frei, das ist ja das Gute, dass wir das nicht nochmal machen müssen. So, und dann hier oben lang. Weil unten, solange der Golem nicht am Leben ist, bringt es nichts. Ist gut, dass ich den Hebel mal wieder betätige, bevor ich den Max erledigt habe, ne? Weil der ist nicht zeitgesteuert, das habe ich schon beim letzten Mal gemerkt. So, deswegen werde ich eine Bombe werfen. Um ja sicher zu gehen, dass ich auch durchkomme. Aber ich glaube, ich wäre auch so durchgekommen. Wukiki, er wagt es, unsere Höhle zu betreten. Dieses Vergehen muss ich sofort Lord Zazan erzählen. Der Steingolem ist bereit. Greife den Eindringling an und zerschmettere ihn gnadenlos. Muss ich jetzt wieder außen rum gehen? Dass er da einfach durch die Mauer gehüpft ist, das ist voll gemein. Hier ist auch kein Weg nach unten, ne? Ne, da macht sich der Weg wahrscheinlich erst dann frei, wenn ich den Golem besiegt habe. Nehme ich spontan an. Ich guck mal kurz nochmal rein, falls dadurch irgendwas ausgelöst wird. Nein. Hätte sein können, dass man einen Affen sieht, der den Hebel betätigt, und dann wird der Steingolem lebendig. Aber ich glaube, der wird so lebendig und der Hebel ist dann dafür da, dass der Steinblock weggeht bei der Treppe. Schön. Ich darf mich immer noch nicht bewegen. Jetzt darf ich mich bewegen. Schon erledigt. Ich nehme den auch nicht mehr ernst, den Gegner, ne? Wenn ich den schon mal als Boss hatte. Ich nehme nicht mehr ernst, vor allem nicht, wenn ich schon eine starke Waffe habe. Jetzt gleich mal der Steingolem wurde besiegt. War super schwer. Ich bin gerade so, hab's geschafft. Gerade so. Naja. War sehr schwer. Und dann gibt es einen Gegner, wo ich dann verzweifle, ne? Wie so häufig. Für den Fall der Fälle, dass du einmal gestorben bist, hier ein Wunderextrakt. Also wenn man das nicht hinkriegt, an der Stelle. Wir sind bei, ich glaube, über 20 Spielstunden mittlerweile, bei fast 60 Folgen und so. Es ist nicht mehr so viel bis zum Ende, habe ich das Gefühl. So, vielleicht noch ein Drittel oder ein Viertel? Irgendwas so in die Richtung, denke ich. Da sollte man mit dem Steingolem klarkommen, ne? Warum fürchtet sich unser Anführer vor den Unbehagten? Lord Melsas sagt, sie haben mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Der Steingolem wird ihn besiegen. Seht, ein Unbehagter, er ist hier. Das ist unmöglich. Wie konnte er denn den Steingolem besiegen? Das müssen wir Lord Zazan berichten. Er hat eine Kiste fallen lassen. Ich lasse sie da. Die Kiste ist wichtig. Ich weiß es jetzt schon.
Stimmt, der nächste Lebensdiamant. So, dann eine Waffe rausholen und rein in die nächste Höhle. Das heißt, wir haben bald, wenn wir das hier hinter uns haben, Sasan als Bossgegner. Ist aber gut, dass man die farblich erkennt, ne? Also wenn man nicht schnell auf die Waffe achtet oder sowas, ist das sehr praktisch. Oh, ich sehe da was zum Heilen. Schön und beunruhigend zugleich, ne? Ah, jetzt kann ich wahrscheinlich mir die Kiste direkt holen. Ja, und da ist ein Teleportationsdings. Aha, Weidenbogen erhalten. Interessant. Ein besserer Bogen. Es wundert mich auch nicht, dass da überhaupt noch eine Lücke ist, ne? Weidenbogen. Fliegt weit ohne große Kraft, lädt sich beim Anfassen auf. Oh, ich wäre beinahe runtergefallen. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Teleporter. Das ist ja super. Dann können wir den nämlich nutzen. Kurz speichern. Und dann weiter in Richtung... Okay, wir sind noch nicht ganz bei über 20 Spielstunden, aber jetzt mittlerweile bestimmt. Zumal jetzt nicht jede Spielminute auch wirklich aufgenommen ist, weil manchmal stehe ich da einfach nur oder muss da halt weg. Solche Sachen sind halt auch mit dabei, wo ich halt hier im Pausemenü war. So, dann haben wir da eine Höhle. Hier kann ich überall runter. Muss man ja drauf achten und gucken, ne? Aber hier ist nichts. Okay. 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 Vielleicht bin ich gefangen. Willkommen, Unbeharrter. Willkommen am Ende deines kläglichen Lebens. Ohahaha. Oh, wow. Jetzt habe ich aber Angst. Das einzige Blöde an euch ist, dass ihr herumspringt. Aber die Reptilien sind immer noch meine Hassgegner. Und die nervigsten sind diese Sumpfdinger, die den ganze Zeit so machen. Die waren auch ganz schön nervig. Okay, das war's. Ist hier sonst nichts mehr? Anscheinend. Ach so, jetzt hat sich hier der nächste. Hm, der Unbeharrte gibt nicht auf. Egal, unser Nachschub wird mit ihm den Boden aufwischen. Ach, der macht dann so einen Weg frei. Das ist ja schön. Das ist nett von ihm. Sonst wäre ich gar nicht weitergekommen. Auch mal gucken, dass ich im Casino entsprechend Geld verdiene, damit ich mir die Rüstung leisten kann, ne? Fällt mir mal gerade so ein. Kommt mir gerade so in den Sinn. So. Weiter geht's. Okay, das ist jetzt runter. Ist eigentlich nicht so gut, ne? Weil schließlich... Ich bin verwirrt. Ich dachte, ich müsste da alle Dings treffen. Kann ich hier irgendwie durch? Oh ja, Tatsache. Mal hier. Ich dachte erst, es wäre dasselbe Gebiet, weil es so ähnlich ist. Aber es ist gar nicht. Also hier kann ich auch raus. Ich bin verwirrt. Es gibt zu viele Möglichkeiten wieder.
Aber man muss halt einfach mal alles austesten und gucken, ne? Okay, jetzt habe ich... Ach so, mein Ziel ist es, alle runterzukriegen, damit ich auf dieser Plattform oben bin. Ja, das ist gut. Der beste Affenwein, den ich je getrunken habe. Wir werden keinen Wein saufen, bevor es an der Zeit ist. Wo, Kiki, ein Unbehaarter will er diesen herrlichen Wein stehlen? Ja, will ich. Ich habe nichts Besseres zu tun, als den Wein zu stehlen. Ach, jetzt seid ihr erst. So, oh mein Gott, da steht den Wein, da steht den Wein. Weil wenn alle auf einmal losgegangen wären, hätte ich halt meine Erdschriftrolle gezückt. So, erledigt. Hätte ich aber anscheinend auch ignorieren können. Oh Gott, wo komme ich denn hier überall hin? Okay, jetzt bin ich... Ach so. Ja, ja. Vergessen, dass man die auch wegflammt. Okay, ich behalte den doch mal kurz. Okay, vielleicht da drüber hier? Ja. Was haben wir da? Okay. Ein Krafttrank. Verdammt, verkehrte Taste gedrückt. Sagen, ist noch nicht kaputt. Ich habe aber auch noch den Weg hier, ne? Da ist auch noch. Es sind wieder viel zu viele Wege. Okay. Das oben, das würde mich nur zum Teleportieren bringen. Da gehe ich jetzt einfach mal hier rein. Oh, guck mal, wo mich das jetzt führt. Oh, Gott. Ein bisschen radikal, aber es bringt ja was, ne? Diese Pilze. Ach, jetzt bin ich genau hier, wo ich im Endeffekt anscheinend hin wollte. Großer Raum bedeutet nichts Gutes normalerweise. Vergiss es, Unbehaarter. So ein hässlicher Vogel bekommt unseren Wein nicht. Ich will euren Wein doch gar nicht. Verschwinde, Junge. Du kannst mich nicht besiegen, Unbehaarter. Auf keinen Fall. Wie er hin und her guckt. Süß. Da sind welche, die werfen mit Bumerangs. Ernsthaft? Ach gut, ich hätte sie auch ohne Zauber besiegen können, aber ich liebe den Zauber, der ist so toll. So, weiter geht's. Habe ich denn zwar ein paar Items vermutlich verpasst, aber ich habe ja schon mal einen Lebensdiamanten gekriegt. Das ist ja auch schon mal was. Wow. Hä? Ernsthaft? Warte mal, ich geh noch mal kurz rein.
Da wollte ich extra, dass das alles unten ist, damit ich da entsprechend mich hin teleportieren kann und so weiter und so fort. Und dann ist das einfach. Ich kann ja auch runter. Okay, das bringt mich hier hin. Das hat es jetzt hoch gemacht. Ich gucke nur gerade, wo mich die Sachen hier hinbringen. Ah, guck mal, da hast du zum Beispiel zum komplett heilen. Leider nur die Kraft, ne? Ja. Ach so. Ich dachte, ich lande in den nächsten Raum oder so. War aber doch nicht der Fall. Warte. Ich weiß, wo ich bin. Lol. Ich bin nämlich hier, wo dann. Na doch. Ich habe jetzt komplett die Orientierung verloren. Nee, ich war hier drin, genau. Ah, herrlich. Nur waren da keine Affen drin. Das war, glaube ich, auch noch nicht frei. Ich weiß es nicht. Ich bin jedenfalls auf der anderen Seite raus. Ah, ich komme hier gar nicht zurück. Fällt mir gerade auf. Ich bin verwirrt, ich bin verwirrt. Ich weiß nicht mehr, was ich alles gemacht habe. Und die Teile unten sind. Aber das hat mich ja nur da oben rausgedingst. Deswegen bin ich da etwas irritiert. Ja, das weiß ich noch. Das da drauf. Dann ging das da runter. Das Problem ist nur. In der Mitte sollte am besten noch nicht unten sein. Dann haben die mich angefallen. Da war ich ja schon in diesem Ra Dings drin, ne? Da kam ich hier raus, genau. Ich muss mich gerade echt orientieren. Jetzt in den anderen noch mal rein. War das hier rüber? Ich glaube, ja. Genau. Das wurde dann frei gemacht. Okay, das hat jetzt alles wieder zurückgesetzt. Gut zu wissen, kann ich alles nochmal machen. Aber jetzt habe ich die Orientierung auch wieder. So, ich habe alles runtergemacht. Und jetzt hier rüber. Da waren hier die ganzen Affen. Thank you.
dann bin ich ja hier lang. Und da ist nur dieser eine Ausgang, der mich dann nach hier oben befördert. Also entweder... Ach, ich habe diesen Gang hier übersehen. Obwohl ich das Gefühl habe, der bringt mich jetzt doch nur zurück. Oh Mist. Irgendwas anderes hier vielleicht? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwie war das zu seltsam. Okay, also wir sind sehr gut. Keine Zauberkristalle mehr und dies und das und jenes. Obwohl ich... Ach Mist, nee, das ist ja nichts zum Heilen. Das ist ja nur zum Speichern. Ach, es wird schon schief gehen. Ja, wird schon schief gehen. Wir haben ja zur Not noch Items, um uns aufzuheilen. Und ja, irgendwo wird es bestimmt auch noch... Was geben. Also was zum Vollheilen. Oder wir sind halt einfach gefangen. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Die Affen haben dich auch erwischt. Diese Typen haben mein Werkzeug geklaut und mich in dieses Loch geworfen. Super. Die Wand ist nicht gut in Schuss. Man kann einen großen Riss sehen. Ah. Raffiniert, raffiniert. Wird vermutlich unser Fluchtweg sein. Das aber dann erst in der nächsten Folge. Ich habe nämlich gerade festgestellt, die Folge ist zu Ende. Bis dann, tschüss, eure Teil.